Es ist nicht der zweite Teil der BBS Tutorial Serie, aber auch nicht wirklich der erste. Mehr so 1.5 oder ähnliches. Man kann auch mit dem Smartphone eine Mailbox betreten. Dazu brauchen wir mindestens eine App, ConnectBot. Diese ermöglicht nicht nur den Zugriff auf Boxen, sondern auch auf SSH-Verbindungen und mehr. Ich empfehle zur ConnectBot-App noch das Hacker-Keyboard. Es bietet unter anderem Pfeiltasten, welche in einer BBS von Vorteil sein können. Nach der Installation starten wir ConnectBot und legen eine neue Verbindung an. Ich wähle hier Telnet aus, obwohl ich weiß, dass die Wintermute SSH kann. Aber hier gilt das gleiche wie im ersten Teil. Erstmal mit Telnet testen. Verbindungsadresse wird eingetippt und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hier muss der richtige Zeichensatz ausgewählt werden. IBM 437 ist das gleiche wie CP 437, welches in den meisten anderen Terminalprogrammen so genannt wird. Jetzt speichern wir den Eintrag mit dem Plus oben rechts. Danach wählen wir die Box an und sehen einen eher wilden Login-Screen. Passen wir allerdings zweimal die Bildschirmgröße an und laden den Login-Screen nochmal neu, sieht alles aus, wie es aussehen sollte. Funktioniert auch in der Black Ice BBS. Hier ist auch ganz gut zu sehen, dass Pfeiltasten in einer Mailbox das Navigieren von Menüs einfacher machen kann. Und so verbindet ihr euch mit eurem Android-Smartphone zu einer BBS.